Servus, grüßt euch. Heute mal in der neuen Kombination mit Max. Dem Alex. Ja, gab es bis jetzt so noch nicht. Machen wir heute mal Frage und Antwort. Zeit ist, ja. Ja, waren ja wieder etliche Kommentare, oder? Bei Instagram, Und in Facebook. Bei Instagram und Facebook waren jede Menge Fragen an uns. Und ja, wir haben uns wieder so ein paar Stück rausgesucht. Genau, und die werden wir jetzt dann beantworten. Ich frage dich mal was, Alex. Ja, ja. Clemens Christ hat gefragt, wie werden die Produkte, die ihr verkauft, eigentlich ausgesucht? Geht ihr dann auf Messen, testet ihr die dann und das Zeugs, was so anfällt? Ja, also in erster Linie ist natürlich für uns super wichtig, dass die Produkte zugelassen sind. Das haben wir auch schon mal im letzten Q&A beantwortet oder hatten auch noch mal ein Video. Das für uns ganz, ganz wichtig ist, dass die Produkte natürlich für den europäischen Markt zugelassen sind, dass die Inhaltsstoffe alles dermatologisch getestet ist. Das ist natürlich für uns natürlich eines der wichtigsten Kriterien, neben dass uns die Sachen natürlich überzeugen. Und da testen wir im gesamten Team durch. Und wenn wir was richtig gut empfinden, dann nehmen wir das natürlich gerne auf. Wir kriegen sehr viel zugeschickt von den Firmen, die gerne bei uns im Sortiment rein wollen und natürlich sagen, hier probiert mal unsere Sachen aus, was haltet ihr davon, hättet ihr Lust drauf? Und das denke ich mit das meiste. Natürlich gehen wir auch auf Messen und schauen natürlich auf alle Friseurmessen, die so in unserem Land unterwegs sind und schauen, ob es da irgendwas Neues gibt. Also, aber es ist tatsächlich so, dass wir das meiste wahrscheinlich sogar zugeschickt bekommen, dass wir es mal ausprobieren und dann testen wir es alle durch und wie gesagt, Zulassung ist wichtig und so kommen ja neue Produkte. Ja, dann schauen wir mal. Was haben wir denn noch? Und zwar Deka-Fotografie hat uns gefragt, könnt ihr euch vorstellen, weitere Filialen zu eröffnen? Nahe der Schweizer Grenze wäre etwas. Die zweite Frage ist, wie seid ihr darauf gekommen, Reviews zu machen? Könnt ihr diese Geschichte vielleicht erzählen? Grüße, Damian. Ja, also das mit unserem zweiten Shop oder mit anderen Shops, ich nehme das jetzt mal generell, weil die Frage einfach häufiger gestellt wird. Momentan haben wir das nicht geplant. Wir sind jetzt hier gerade in Ottobrunn und in München recht zufrieden mit so dem, wie es läuft und haben momentan keine größeren Veränderungen geplant. Allerdings kann natürlich keiner von uns sagen, was in der Zukunft ist, was in 1, 2, 5, 10 Jahren passiert. Das weiß natürlich niemand von uns. Also es könnte auch gut sein, dass wir irgendwann mal noch einen Shop in Hamburg oder eben auch näher an der Schweizer Grenze aufmachen. Kann man jetzt so tatsächlich noch nicht sagen. Also vorstellen können wir es uns natürlich, aber klar, es ist aktuell nicht geplant. Aber wie gesagt, sehen wir mal, vielleicht was Zukunft bringt. Und wie seid ihr darauf gekommen, Reviews zu machen, war auch noch die Frage. Ja, eigentlich muss ich ja dir die Frage stellen, weil ich ja erst später dazugekommen bin und recht, ihr mich quasi da hier mit reingezogen habt. Ja, ganz, ganz schlimm. Wir hatten einfach die Idee, warum sollen wir nicht als die Pomade-Experten und als größter Pomade-Online-Shop nicht einfach Videos machen und alle Produkte vorstellen, die wir so im Sortiment haben. Ja, und das dann einfach eigentlich eine Schnapsidee, kann man so sagen. Wir haben einfach, der Andi hat gesagt, ja, okay, dann machen wir jetzt ein Video. Und dann hat er sich hingesetzt und damals mit Layride angefangen. Ja, und jetzt sind wir hier und machen freudig unsere Videos. Und wir finden es natürlich mega schön. Haben alle Spaß dabei? Genau, dass es allen gefällt und dass ihr da Freude dran habt. Ja, cool. Dann habe ich jetzt wieder eine Frage an dich. Und zwar fragt Tobi Nagel, würde gerne mal wissen, wie viele Leute ihr im Team habt, speziell im Versand, um die ganzen Bestellungen zu meistern und ob ihr Produkte direkt vom Hersteller bekommt, zum Beispiel DAX. Wir sind insgesamt 14 Mitarbeiter und wir haben noch zwischen 2 und 4 Personen im Versand. Das ist ein Dienstleister, ein professionelles Versandlager, was wir da haben, was aber sehr nah an uns dran ist und wirklich familiär mit uns ist, den wir gut kennen und der für uns das professionell übernimmt. Wir haben das früher tatsächlich selber gemacht. Da stand ich zum Beispiel sehr, sehr oft im Lager. Da musste auch mal der Flo mitpacken und wer halt gerade Zeit hatte, hat mit Päckchen gemacht. Und inzwischen mussten wir aber umziehen, weil wir einfach nicht mehr die Mengen bewältigen konnten, die reinkamen. Und dementsprechend haben wir uns da jetzt eben um ein außenstehendes Versandlager gekümmert. Aber wie gesagt, sehr familiär. Und wir haben dann natürlich immer noch die Möglichkeit, die zu besuchen. Die sind sehr nah an uns dran. Also eine ganz tolle Sache, dass wir die gefunden haben. Oder was heißt gefunden haben? Die kannten wir schon. Und top, ja. Und Produkte bestellen wir zum Großteil direkt bei den Herstellern in USA, in Australien. Oder eben manche haben Distributoren in Europa, über die wir bestellen. Aber wie gesagt, viele Produkte bestellen wir tatsächlich direkt über den Hersteller in den jeweiligen Ländern. Und da kommen wir dann auch schon auf die nächste Frage für dich. Und zwar der Mirko Geldermann hat gefragt, wieso habt ihr kein Aquavelva Aftershave mehr im Sortiment?
Genau, das ist auch eine eher häufiger gestellte Frage, jetzt nicht unbedingt nach dem Aquavelva, sondern auch nach verschiedenen anderen Produkten. Und das hat zweierlei Gründe. Auf der einen Seite gibt es manche Hersteller, die stellen irgendwann einfach die Produktion ein. Die sagen, es rentiert sich für uns nicht mehr, die Nachfrage ist zu gering. Wir stellen die Produktion ein, ergo können wir es auch nicht mehr beziehen. Der zweite Grund ist, dass natürlich auch wir wirtschaftlich handeln müssen. Wir müssen die ganze Ware bestellen, importieren und lagern. Das verursacht für uns auch Kosten. Wenn jetzt aber die Nachfrage nach einem Produkt nicht mehr so hoch ist, dann haben wir einfach Lagerkosten für etwas, womit wir keinen Umsatz mehr machen können. Deshalb müsst ihr auch verstehen, wenn wir manchmal einfach ein Produkt nicht mehr nachordern, weil wir sagen, es tut uns leid, aber das rentiert sich für uns nicht. Wir schauen immer wieder, dass wir Sachen nachbekommen, dass wir die nachbestellen, aber bei manchen Sachen ist es einfach so, dass es für uns nicht mehr tragbar ist. Und noch ein anderer Grund, der mir auch angefallen ist, es gibt natürlich auch verschiedene Produkte, die die EU-Zulassung verlieren. Verschiedene Inhaltsstoffe sind auf einmal jetzt werden als bedenklich eingestuft, sind einfach nicht mehr zulässig und somit fallen diese Produkte natürlich auch automatisch aus unserem Sortiment, da wir gesagt haben, das schreiben wir jetzt ganz groß auf die Fahne, wir verkaufen euch nur zugelassene Produkte, von denen wir zu 100% überzeugt sind, dass sie keinerlei Schaden anrichten können. Genau. Gut. Darf ich wieder? Ja, tu das. Ah genau, der Toni Jens Lindemann hat gefragt, wurdet ihr in der Öffentlichkeit schon mal wegen eurer Haarpracht angesprochen oder gar negative Kommentare von fremden Personen? Und wie lange hat es gedauert, bis ihr das erste Mal eine tolle Tolle hinbekommen habt? Ja, können wir eigentlich beide dann beantworten. Also ja. Ich hatte es noch nie, dass ich jetzt negative Kommentare bekommen hätte. No. Ich meine, hin und wieder höre ich, ha, schau mal da, der Elvis, das ist jetzt nichts Negatives ja. Für mich indirekt. Das assoziieren die halt die Leute mit den Haaren, wenn man sie so hat. Aber viele freuen sich dann immer. Genau, also mich stört das nicht, aber jetzt wirklich nee. Was Negatives hätte ich noch nie. Oder dass mich jetzt wirklich groß öffentlich einer angesprochen hätte. Das ist tatsächlich dann eher, wenn ich mal wieder mit Freunden unterwegs bin und da ist wieder wer Neues dabei, die dann sagen, boah, wie machst du deine Haare, das ist ja abgefahren, wie geht denn sowas? Die sind dann tatsächlich eher interessiert dran, mit was man so die Haare hinbekommt, aber das ist dann eigentlich nie negativ, würde ich jetzt sagen. Nein, sondern das ist einfach nur interessiert, genau, so, haben sie noch nie gesehen oder haben sie vielleicht mal bei irgendeinem Rockabilly gesehen und sich schon genau. Mal gewundert, wie geht's, sondern eher Interesse dran. Ja. Und bei dir? Ja, genau wie du es gesagt hast und was mir auch manchmal auffällt, das ist, wenn ältere Leute, die schauen einen freudestrahlend an und sagen, ach, so haben wir die Haare früher auch getragen, das ist ja toll, das freut mich ja, dass das immer noch so ist. Viel Positives. Ja, klar, den Elvis, den kann man auffassen, wie man möchte. Ich freue mich meistens drüber, weil ich es cool ja. Finde. Das heißt, die Haare sitzen. Stimmt, richtig. Genau. Aber negativ, nee. Könnte ich jetzt auch so nicht sagen. Nee. Und ich meine, gut, wenn es dem einen nicht gefällt. Ja, hey, Güte. Das aber, ist ja. Tja, aber die sagen ja meistens auch nichts. Dann. Mai, wie lange habt ihr gebraucht, um eine tolle hinzubekommen? Also, ja, schwierig zu sagen. Es gibt immer noch Morgende, wo ich mal eine halbe Stunde, 40 Minuten vorm Spiegel stehe und halt überhaupt nichts funktioniert. Wo ich angefangen habe, habe ich mal eine Stunde da gestanden, hinbekommen, so in die Richtung, es hat halt gedauert, aber wie lange nehme ich jetzt schon Pomade? Ich kann schon gar nicht mehr genau sagen, wann ich so meine erste Tolle hatte. Auch mit dem Scheitel halt angefangen und wirklich eine klassische ja. Frisur und dann irgendwann probiert, dass man höher kommt. Wie lange hat es gedauert? Eigentlich hatte ich Anfang gerne gelegte und gescheitelte Haare, da war überhaupt nicht mein Ziel, eine tolle aufzustellen. Ja, genau, richtig. Ja. Und irgendwann habe ich es ausprobiert und dann hat es mir gut gefallen, dann bin ich dabei geblieben. Aber tatsächlich kann ich gar nicht sagen. Dann ist es ja eher nochmal die Frage, was ist denn jetzt für eine tolle Tolle? Ja. Also Alex und ich gehen gern in die Höhe und jetzt eigentlich eher gerade nach hinten. Der Flo zum Beispiel scheitelt die Haare ja immer und das ist für ihn eine tolle Tolle. Das ist immer Ansichtssache. Ich laufe manchmal raus und denke mir, boah, heute sitzen die Haare echt gut und dann bin ich in der Arbeit und denke mir, ach du Scheiße, so bist du raus. Es ist immer alles relativ, aber es bedarf ein bisschen Übung, ja. Ein bisschen Geduld und mit der Zeit. Es geht immer flüssiger, aber es klappt genau. Auch nicht immer. Aber Übung ist das Wichtigste. Genau. Und dann bekommt es eigentlich jeder hin, aber dann muss man sich halt auch vielleicht mal eine Stunde Zeit nehmen und das Ganze erstmal ausprobieren und irgendwann klappt es dann schneller. Ja. Aber es ist eher tatsächlich die Übung, Zeitsache. Ja. Dann bekommt es, würde ich sagen, jeder hin. Der längere Haare sind natürlich irgendwo wichtig, wenn man jetzt in die Höhe will. Ja. Aber ansonsten einfach nur üben und dann klappt es eigentlich für ja. Jeden. Und es hängt auch vom Produkt ab. Ja. Es gibt manche Produkte, da funktioniert es einfach und alles steht. Und bei anderen, da dauert es einfach ein bisschen ja. Länger. Da ist die Haarstruktur vielleicht nicht optimal oder hast du einfach einen Bad Hair Day. Ja. Aber wie gesagt, Übung macht den Meister. Genau. Probiert euch einfach aus, irgendwann kriegt es jeder hin. Genau, dann... Ich wieder eine Frage an dich.
Und zwar Arne Künast hat geschrieben, ich würde gerne eure Meinung zur Pomade von Brisk wissen. Vielleicht könnt ihr auch ein Review dazu machen. Mhm. So. Erfahrung zu Brisk. Ich würde jetzt erstmal allgemein sagen, auch wieder eine häufig gestellte Frage, könnt ihr nicht bitte Produkt XY reviewen oder uns eure Meinung sagen? Wir hatten das, meine ich, im anderen Q&A-Video schon mal angesprochen. Grundsätzlich reviewen wir nur Produkte, die wir auch im Sortiment haben, die wir auch an euch verkaufen. Also fällt manches Produkt, das uns vorgeschlagen wird, um das ihr uns bittet, dass wir es reviewen sollen, fällt halt einfach raus. Erfahrungen mit Brisk, muss ich ehrlich sagen, habe ich keine. Allerdings könnte sich das in Zukunft vielleicht ändern. Eigentlich sind die Brisk-Produkte, finde ich, immer sehr solide. Preis-Leistung sehr solide. Von dem her macht man damit auch nichts falsch, würde ich sagen. Wir sind dran, mal schauen, vielleicht haben wir auch Brisk bald wieder im Sortiment. Hoffentlich ist so die Idee der Plan. Aber an sich immer gute, solide Produkte, spricht nichts dagegen. Wie bei jedem anderen Produkt im Grunde ausprobieren und schauen, ob es für einen selber funktioniert, das Einfachste. Aber es ist eine natürliche, klassische Pomade, was ich so auf den Inhaltsstoffen gesehen habe. Von dem her, was spricht dagegen? Nichts. Duft ausprobieren, schauen, aber an sich finde ich auch die Bartöle und alles andere, was Brisk hat, immer sehr solide. Also dementsprechend wird die Pomade, denke ich, genauso sein und ja, vielleicht haben wir es bald wieder. Thorsten Hinz hat gefragt, in euren Videos habt ihr immer frisch gewaschene Haare ohne viel Build-up. Wie macht ihr das mit der Pomade, wenn ihr noch viel Build-up vom Vortag in den Haaren habt? Das können wir doch wieder beide. Wie machst du es denn? Ja, das ist... Also ich... so wie du das jetzt formulierst, habe ich das Gefühl, dass es in Videos manchmal nicht ganz nicht so rüberkommt, dass wir eigentlich gar nicht so wenig Build-up drin haben. Eigentlich sagen wir auch immer, dass wir noch ein bisschen Build-up haben, würde ich jetzt halt sagen. Ja, und also, es ist auch wieder Relation, was bei einem ein bisschen Build-up ist. Also an sich, für Videos wasche ich mir die Haare, sage ich mal, ein bisschen gründlicher, um wirklich viel nur von dem reviewten Produkt einzuarbeiten. Normalerweise, also ich wasche mir die Haare jeden Tag, ich nehme jetzt nicht immer irgendwie Shampoo her oder so. Ich habe immer noch Reste in den Haaren und dann ist es halt über die Zeit hinweg, nimmst du einfach ein bisschen weniger Pomade zum Nachschmieren, brauchst du ja nicht mehr so viel. Ja, also bei mir ist es ein bisschen anders, also bei mir mit meinen super dünnen Haaren, ich habe ja viele Haare, aber sehr dünne Haare, das ist irgendwann so, dadurch, dass ich ja auch feste Pomaden nehme, sind meine Haare irgendwann randvoll mit Wachs, weil das Wachs sich ja immer schwierig rauswaschen lässt, dann sind die Haare irgendwann viel zu schwer und deswegen schmiere ich immer tatsächlich sehr gern nach 2-3 Tagen fester Pomade eine unorthodoxe inzwischen tatsächlich sehr, sehr gerne rein, um wieder so ein bisschen was rauszuziehen. Wenn man nach Öl basiert, eine wasserbasierte oder eine UVB schmiert und dann einmal wieder wäscht, dann geht sehr, sehr viel von der Pomade raus und dann bin ich wieder an dem Punkt, wo ich 2-3 Tage eine feste Pomade nehmen kann. Deswegen tatsächlich, bei mir hat sich das so eingebaut, so 2-3 Mal die Woche eine UVB mit reinschmieren, bin ich total glücklich. Bin ich jetzt auch erst vor nicht allzu langer Zeit drauf gestoßen, dass das so gut bei mir funktioniert. Mhm. Aber prinzipiell haben wir eigentlich immer ein Build-up drin und eigentlich sagen wir es auch immer auf den Videos, wenn wir es drin haben. Was natürlich auch ist, dass wir auf dem Video zeigen sollen, wie ist da tatsächlich der Halt. Ne? Wenn ich jetzt brutal viel Womanizer, nehme ich jetzt mal als Beispiel vom Vortag drin habe, dann könnte ich auch eine Medium schmieren und es wird super halten. Und wenn ich dann aber eine Strong... Das Review dann einfach. Genau, dann eine Strong schmiere, dann weiß ich gar nicht, was hat die wirklich für einen Halt, weil ich einfach so viel Build-up drin habe. Deswegen, wir haben immer ein bisschen was drin. Aber sonst, wie gesagt, ich handle es so und genau, von Max haben wir es ja auch gehört. Genau. Ja, so ist es mit unserem Build-up, würde ich sagen. Dann hatte ich nochmal was für dich. Und zwar nochmal vom Thorsten Hinz sogar. Und noch eine Frage habe ich. Ich habe Pomaden, bei denen ich sehr aufpassen muss, dass die Pomade nicht, ich nenne es mal, ausflockt und man kleine weiße Krümel immer hat, was optisch an Schuppen erinnert, aber eben Pomade ist. Wie kann man das verhindern? Muss man diese Pomaden besser einarbeiten, kleinere Mengen nehmen oder wie geht ihr davor? Also so hatte ich das tatsächlich noch nie. So ist mir das noch nie passiert. Was mir ab und zu passiert ist, wenn ich nach dem Duschen die Haare abtrockne und dann durchkämme, dann merke ich, dass ich noch so kleine Flöckchen oder sowas dann am Kamm habe. Den kann ich dann einfach abspülen und fertig. Beim Einarbeiten von der Pomade selbst ist mir, selbst bei den wachsigsten überhaupt, ist mir das so in die Richtung noch nie passiert. Aber also ich weiß nicht, meine Vorschläge wären tatsächlich, du hast die Frage fast schon selbst beantwortet, dass du sie gestellt hast. Mit weniger anfangen ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang. Schön eben in den Händen verreiben, bis man dann vielleicht auch da bei einer gelben Pomade oder so, bis man fast nichts mehr sieht.
dann schön einarbeiten, ordentlich durchkämmen, schön verteilen in den Haaren und ich würde sagen, im Worst Case einfach föhnen. Also wenn das Anföhnen nicht mehr hilft, die Flakes richtig zu verteilen, dann ist vielleicht das Produkt einfach das Falsche für euch. Also zumindest kann ich mir das, wenn dann nichts... Nee, also tatsächlich kenne ich dieses Problem gar nicht. Habe ich noch nie gehabt, dass ich irgendwelche Flakes in den Haaren hatte. Wundert mich. Ich habe es jetzt aber auch schon mal gehört. Vielleicht waren die Haare zu nass. Das könnte eventuell sein, dass du deine Haare zu feucht hattest. Wobei auch dann es mich wundert, wo eine Klümpchenbildung herkommen soll. Also bin ich verwundert. Aber wie gesagt, an sich weniger Menge mal probieren, besser verreiben, also nochmal länger verreiben, dass es wärmer wird, dass es eine schöne gleichmäßige Masse wird und im Notfall einfach nochmal einföhnen. Ja, das denke ich wären jetzt unsere Tipps. Also, ja, vielmehr. Ich meine, ihr könnt ja, wenn ihr irgendwie Erfahrung damit habt und was ihr dagegen macht, könnt ihr gerne in den Kommentaren noch was dazu schreiben. Das gilt natürlich bei allen Fragen, wenn ihr noch einen Hinweis oder sowas habt. Ich meine, ihr könnt euch ja untereinander helfen. Dafür ist das Ganze ja auch da. Ich mache weiter. Also, Bozilla71 hat gefragt, könnt ihr in eurem Online-Shop mal Sets anbieten, bestehend aus Pomade und Hair Tonic, um irgendwelche Geruchskonflikte zu vermeiden? Ja, ist natürlich schwierig, weil Geruch... was riecht gut zusammen? So, da hat jeder, denke ich, bei uns auch seine eigenen Kombinationen. Wenn wir jetzt auf die Seite schreiben oder ich persönlich jetzt meine persönliche Note dahin schreibe und auf unsere Seite sage, das Hair Tonic passt mit der Pomade gut. Das bestellen dann fünf und sagen, puh, das ist ja fürchterlich zusammen. Aber ich selber finde es gut. Deswegen, das kann man natürlich immer schwierig machen. Wir haben auf unserer Seite ja immer, wenn wir bei einer Pomade unten dann auch nochmal bei Zubehör, wo wir meistens ein Hair Tonic drin haben, wo wir grob sagen, das haut dazu hin. Ob es euch dann wirklich in dieser Kombination gefällt, schwierig. Deswegen machen wir diese Sets nicht, weil es einfach zu subjektiv ist. Also ich glaube, da muss man selber einfach mal ausprobieren und versuchen, was einem gut gefällt. Schwierig. Also ich find da jetzt halt ganz, ganz schwierig, euch zu beformen und zu sagen, das ist eine tolle Kombination. Probiert aus. Es ist leider, leider zu subjektiv. Geruch, da kann man nicht sagen, gut, schlecht. Es gibt kein gut, schlecht. Am Ende verteufelt ihr das Produkt nur, weil euch die Duftkombi nicht gefällt, wo wir hier dafür schwärmen, aber euch das überhaupt nicht gefällt. Da leider Try and Error. Ja. Ist leider, wie generell bei Pomade, so gehört mit dazu. Es ist so. Ja, dann hätte ich noch mal eine Frage an dich. Und zwar der Pater D.L.I. Arbeitet ihr von Zeit zu Zeit auch mit Föhns beim Stylen? Bei so ziemlich allen Pomp-Tutorials auf YouTube oder anderen Plattformen arbeiten Jungs mit Föhn, was ich persönlich ja gar nicht so mag. Eure Meinung dazu? Ansonsten noch zwei Review-Vorschläge. Die Golden Pomade von Golden Beards wäre ja wohl was für ein Flo. Und die Impossible-Pomade von Big Johnson, was für den Andy. Danke. Ja, also den zweiten Teil der Frage haben wir davor schon beantwortet. Die beiden befinden sich nicht in unserem Sortiment, weshalb so ein Review auch rausfällt. Mit dem Föhnen ist es so, ich habe das ganz am Anfang mal probiert, weil, wie du gesagt hast, in den Videos, in den Tutorials auf YouTube oder ähnlich, machen die das auch. Das hat beim ersten Mal überhaupt nicht funktioniert, weil ich zu blöd bin, mit der einen Hand den Föhn zu halten, mich mit der anderen zu bürsten. Es ist eine Katastrophe. Okay. Ich konnte mir selber nicht dabei zuschauen, das war ganz schlimm. Und auf der anderen Seite ist es auch so, um mir die Haare zu föhnen, müsste ich sie jedes Mal komplett entfetten. Weil mit dem Build-up, den ich selbst nach dem Duschen noch drinnen habe, ist ein Föhnen für mich sinnlos. Das ergibt nichts, ich muss da nichts in Form föhnen oder ähnlich, weshalb das für mich komplett wegfällt. Da bin ich habe genug Volumen in den Haaren, und auch die Richtung kriege ich mit den festen Pomaden gut hin. Deshalb bin ich da auch komplett raus aus dem Thema. Bei mir ist es tatsächlich anders. Ich föhne eigentlich jeden Tag, weil ich null Volumen habe. Also ich habe die plattesten Haare, die man haben kann im Normalzustand. Und dementsprechend föhne ich dann das Bild ab, was ich vom Vortag drin habe, föhne ich einfach nochmal ein bisschen nach oben, dass ich überhaupt Volumen habe. Sonst kriege ich tatsächlich ganz, ganz schwierig eins in die Haare rein. Selbst mit festen Pomaden, mir wird es dann ein bisschen zu klotzig, was ja eh schon mit festen Pomaden immer nicht mehr ganz so schön rund alles ist. Und das wird dann eher noch schlimmer. Deswegen, ich föhne tatsächlich jeden Tag. Aber da denke ich, kommt auch wieder zum Tragen, jeder hat andere Haare und probiert es einfach aus, ob es euch gefällt. Wenn es euch nicht gefällt oder ihr keinen Spaß dran habt, dann lasst es weg. Es spricht nichts dagegen. Also ich sage jetzt mal gerade diese Kombination mit ölbasierten Pomaden, wo ihr eh so viel Haarpflege drin habt und im Grunde eh schon den Hitzeschutz, kann sowieso wenig passieren. Dementsprechend muss man sagen, Föhnen macht auch nichts Negatives.
Auf der anderen Seite, bei wasserbasierten Pomaden, die ja teilweise austrocknen, ist natürlich Föhn dann schon wieder sehr viel Belastung für Kopfhaut und Haare. Auch da wieder ist, probiert es, ob es für euch gut oder besser funktioniert oder wie eure Haare, eure Kopfhaut drauf reagieren, würde ich jetzt halt sagen. Aber wie ihr seht, ist es schon wieder komplett unterschiedlich bei uns beiden. Ich mag's, da mag's nicht, also dementsprechend, ja. Sind wir wieder beim Thema Try and Error. Haben wir ja sehr viele in dieser Frage- und Antwortrunde gehabt. Tatsächlich ja, aber das, Fragen, das ist die man toll, gar nicht so beantworten ja, richtig. Kann. Direkt. Das, wir können nichts falsch machen, das ist super. So, ja. Next one. Wie viele Dosen umfassen eure jeweiligen Sammlungen und welche drei Dosen würdet ihr auf eine einsame Insel mitnehmen? Das ist wieder was für uns beide. Ja. Wie schaut es denn bei dir aus? Das war mir gefragt. Aber, wow. Was habe ich denn daheim? So, zurzeit so um die 50, schätze ich. Sowas um den Dreh rum sollten das sein. Bei mir sind es um die 30. Ich habe gar nicht so viel. Ich bin aber auch gnadenlos, was Aussortieren angeht. Also was ich nicht schmier, kommt sofort weg. Also ich sammle nicht wirklich, sondern ich habe halt das zu Hause, wo ich gerne nehme. Dementsprechend habe ich nicht so viel zu Hause. Ich glaube, die größte Sammlung bei uns hat der Andi auf jeden Fall. Ich glaube, der hat irgendwas um die 70, 80 das letzte Mal gesagt. So und der Flo hat auch, glaube ich, um die 50, 60, der ist auch gut unterwegs. Ja, und ansonsten, denke ich, sind wir die meisten so zwischen 30 und 40, die hier so arbeiten. Also es hält sich noch im Rahmen. Aber das Schöne ist, wir haben ja jeden Tag alles parat und können es benutzen. Dementsprechend ist es eh schon viel, was wir wahrscheinlich zu Hause haben für das, was wir hier benutzen können. Ja. Manche sagen zu viel, aber nein. Ja, was würdest du dann auf eine Insel mitnehmen? Ja, also momentan fahre ich absolut einmal auf Wotan von Nordmann ab. Ich liebe diesen Duft, den herben, die Verarbeitung. Wir haben das Review gemacht, ihr seht ja, wie begeistert ich davon bin. Dann natürlich immer Womanizer, zurzeit wieder Mysterious Paintings. Der Duft ist der Shit. Ich glaube, ich werde nie satt, den zu riechen. Das kann gar nicht gehen. Und was jetzt ziemlich aktuell dazu gekommen ist, ist Gentleman's Finest, die Funfair Scent. Ist zwar an sich eine Medium-Pomade, allerdings mit gut Build-Up oder in Kombination mit dem Womanizer, funktioniert die auch bei mir hervorragend. Und ich liebe diesen Duft, der ist so geil. Ich weiß, er polarisiert, aber ich finde ihn ultra geil. Ich könnte ihn den ganzen Tag. Fast noch so besser als mit Serious Paintings. Ah, herrlich. Und du? Ja, bei mir, ich hatte es ja schon mal in Q&A, glaube ich, und wir hatten auch schon mal ein Video. Bei mir immer mit dabei, Chrissys Küstenwind, einfach so mein Mitfavorit geht immer. Herberduft, tolle Verarbeitung, also für mich mit die besten handgemachten Pomaden. Dann Pompey Strong natürlich, darf bei mir nicht fehlen. Mein aktueller absoluter Liebling, ob jetzt die Black Panther oder die Pompey Strong 2, super genial. Und neu dazu gekommen, ein Clay. Ja, da lachen jetzt die anderen wieder als alter Ölbasiert-Schmierer. Aber wie ich vorhin erwähnt habe, habe ich zurzeit für mich rausgekommen, dass so eine UWB eben gerade so alle zwei, drei Tage für mich sensationell gut funktioniert und die bleibt kennbar, die bleibt beweglich und zieht mir einfach ein bisschen was von dem Wachs raus. Und ich finde die einfach unfassbar gut, weil ich genau das Handling von der Ölbasierten habe. Ich habe einen tollen Halt. Wahnsinnsprodukt. Also ich finde es klasse. Also genau, das wären momentan so meine drei, wo ich auf eine Insel nehmen würde. Okay. Ja, dann haben wir das. Dann hätte ich mal wieder was für dich. Und zwar, Jan Semperfi fragt, könnt ihr bitte mal einzelne ausführliche Reviews zu Hairtonics machen? Das wäre echt nice. Interessante Frage, cooler Ansatz. Wir haben, was heißt wir, der Alex, hat ja schon mal ein Review gemacht zu den Hairtonics. Das werden wir dann da oben verlinken. Wo es ja so um die grundsätzliche Anwendung genau geht von dem Hairtonic und so. Wir haben uns jetzt mal was überlegt, was wir dann so demnächst irgendwie mal, dass wir dann nochmal ein bisschen expliziter auf die Hair Tonics eingehen werden und euch da auch nochmal ein Video zu präsentieren werden. Ja, genau. So der Plan. Okay. Bald. Kommt bald für euch. So, du bist dran. Michaelis94. Die besten Produkte für den James Dean Look. Also schön trocken durchgestrubbelt und trocken. Interessante Frage tatsächlich. Ich meine, damals gab es nur Pomade, da gab es ja diese modernen matten Produkte gar nicht. Ja. Also James Dean hatte in meinen Augen eh schon sehr nach vorne gewölbte, wachsende Haare und der hat einfach nur, würde ich jetzt sagen, so einen Klecks weiche Pomade reingepackt, um so ein bisschen das Volumen rauszunehmen und so ein bisschen Textur, ein bisschen Struktur reinzubringen. Das ist jetzt so meine Idee, wie er das gemacht hat, weil viel anders kann es nicht sein. Oder vielleicht hat er sowas wie eine Murray's genommen, um es ein bisschen gerader zu ziehen. Und wenn man nur sehr wenig nimmt, sind diese Produkte wirken ja auch nicht so glänzend, wie man wie sonst eben so eine weiche Pomade, die zu der damaligen Zeit so gängig war. Tatsächlich, wenn ihr aber so diesen
trockenen, durchgestrubbelten Look machen wollt, denke ich, ist aktuell das beste Produkt auf dem Markt so ein Haarpuder. Und zwar haben wir das von einigen Herstellern jetzt auch relativ neu im Angebot. Gerade in den USA, Großbritannien ist das schon absolut in Europa noch nicht ganz so angekommen. Haben wir von Uppercut, haben wir von Hey Joe, ein paar Anbieter haben wir. Wir haben jetzt schon ein paar Haarpuder im Sortiment. Jay Sloan haben wir noch, genau. Ja. Und zwar, das streut ihr euch in die Haare und da kriegt ihr halt wirklich diesen super Surf-Beach-Look, trockenen, matten Look hin. Es hält sehr, sehr gut. Also ich denke, das wäre vielleicht mal so ein Wundermittel, wo ihr es probieren könnt. Mhm. Funktioniert in meinen Augen wahrscheinlich sogar noch besser als ein Clay für diesen Style, den James Dean hatte. Gibt nicht so viel Gewicht. Weil es nicht so viel Gewicht gibt. Es ist schwerelos in den Haaren. Probiert mal so ein Puder aus, wenn ihr so diesen James Dean wollt. Man muss natürlich auch die Haare dafür so ein bisschen haben. Also das ist natürlich auch wieder haarstrukturabhängig. Aber generell denke ich mal, so ein Puder wäre durchaus eine Idee zu probieren. Ja. Sollte klappen, ja. Gut, also nächste Frage. Der Drachentöter schreibt, ihr macht ja nun Reviews, aber ihr seid ja auch ein wirtschaftlich arbeitendes Unternehmen. Würdet ihr ein von euch verkauftes Produkt auch zerreißen, wenn es euren Ansprüchen nicht genügt? Kurz und knapp, nein, denn wir verkaufen kein Produkt, das unseren Ansprüchen nicht genügt. So blöd das jetzt klingt, aber es ist ja tatsächlich so. Alex hat es vorhin gesagt, wir testen ja vorher alle Produkte. Und wenn wir sagen, hey, das ist nichts für uns, wir kommen damit nicht klar, wir finden, das ist kein gutes Produkt, dann verkaufen wir das auch nicht und somit fällt dann auch kein Review an. Ja, eigentlich ganz einfach. Und im Grunde, klar, wenn jetzt ein privater Reviewer ein Produkt schlecht redet, es funktioniert für seine Haare nicht gut, aber ein anderer findet es vielleicht wieder gut, weil es für seine Haare funktioniert. Das ist natürlich immer nochmal was anderes, aber prinzipiell sind wir von unseren Produkten überzeugt, die wir hier haben und dementsprechend würden wir es nicht aufnehmen. Also wenn wir jetzt alles komplett schlecht finden würden, warum sollten wir es dann verkaufen wollen? Also das macht es für uns Sinn. Wir haben ja bei uns auch genug Leute mit verschiedenen Haarstrukturen und auch Frisuren. Das heißt, wir haben für jedes Produkt jemanden, der es testen könnte und dann sein Urteil dazu abgeben kann. Ja. Insofern, die Frage ist natürlich verständlich, aber ich kann sie auch ganz klar beantworten. Nein, weil es kein so ein Produkt bei uns gibt. Mach mir gleich die nächste, weil die war so kurz. Kriegst du noch mal eine? Davy02 schreibt, gibt es eine Pomade, die nicht schwarze Haare schwarz färben kann? Also grundsätzlich ganz schwarz färben, das geht natürlich nicht. Das funktioniert nicht, da musst du zum Friseur gehen oder dir eine Tönung kaufen. Pomaden, die die Haare dunkeln, wären zum Beispiel das Black Beeswax von Murray's. Die Hey Joe Black Deluxe haben wir noch. Die haben wir, klar, es gibt noch das Dax Beeswax. Ja, wobei die nur ganz leicht abdeckt. Und dann haben wir noch von Barbermind die Ink. Die dunkel auch ein bisschen. Im Grunde sind es eher wasserbasierte, die das haben, dass es halt nur mal einen Tag hält. Ja. Genau, und im Grunde sage ich mal jetzt auch nur, um ein paar graue Haare abzudecken, zu dunkler zu machen, dafür genügt es. Aber für viel mehr würde ich jetzt nicht sagen. Ihr werdet nicht auf einmal von blond zu schwarz, nur weil ihr, was weiß ich, die Beeswax benutzt oder so. Das wird nicht passieren. Also so direkt ein Produkt haben wir nicht, nein. Gut. Last but not least. Ja. Guido MZN. Ich weiß, wahrscheinlich könnt ihr die Frage bzw. den Vorwurf nicht mehr hören, aber momentan wird die Codecheck-App immer mehr gehypt. Und genau diese App deklariert immer mindestens einen Inhaltsstoff eurer Produkte als krebserregend. Die machen keinen Unterschied zwischen medizinischen oder nicht medizinischen Mineralölprodukten. Vielleicht solltet ihr die mal kontaktieren, denn das ist ja für euch absolut geschäftsschädigend. Schmierige Grüße aus Köln, Guido. Ja, also an sich, medizinische Vaseline ist ja im Grunde überall drin. Also unsere Produkte sind ja alle zugelassen. Es sind alle dermatologisch getestet. Es ist nirgendwo was drin, was bedenklich ist, weil es ja sonst gar nicht zugelassen werden würde. Also so fängt es ja im Grunde schon mal an. Es gibt genug Stoffe, die bedenklich sind, wo es aber keine medizinisch fundierte Bericht gibt, der sagt, dieses Produkt verursacht Krebs. Also, und davon gibt es etliche. Gerade mit diesen ganzen Apps, man muss natürlich schauen, wo sind die Quellen dafür, und die wenigsten haben wirklich wo bin ich denn bei der Wirtschaft? keine medizinische Fundlage, wo jetzt wirklich was eine Studie gibt, die 100% sagt, ja, dieser Inhaltsstoff verursacht Krebs, weil sonst wäre er gar nicht in der EU zugelassen. Es stehen viele, viele Inhaltsstoffe im Verdacht und die werden da natürlich als bedenklich eingestuft. Aber dann muss man einfach vielleicht googeln und schauen oder sich informieren, ist es tatsächlich so oder ist es vielleicht nur, wenn man das Ganze isst,
Und das machen wir nicht. Also unsere Produkte, genau, die wir hier haben, bitte, egal was wir hier verkaufen, mhm, nichts davon essen, oder würde ich bei allen Sachen nicht. Genau, aber das ist ja bei den meisten Sachen, die sind, wenn man sie so zu sich nimmt, sind sie schädlich und auf der Haut passiert überhaupt nichts. Also dementsprechend, richtig, klar, kann man die natürlich dann auch bedenklich, unbedenklich einstufen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass geschäftsschädigend ist. Jeder hat seine freie Meinung. Im Grunde ist es wie bei Wikipedia, auch mit dieser Codecheck-App in meinen Augen, dass da halt von allen Quellen irgendwo was genommen wird. Und dementsprechend, ja, jeder kann seine Meinung kundtun und wenn er sagt, das ist schädigend, ohne eine Studie dahinter, ja, dann ist es so. Mhm. Müsst ihr selber wissen, ob ihr Codecheck komplett vertraut, ob das, genau, was für euch ist. Ich kann da jetzt auch nicht sagen, dass das eine total schlechte Seite ist. Ich benutze die selber hin und wieder oder schau mal drauf. Mir geht es dann aber in erster Linie, was ist wirklich drin. Aber wenn man jetzt auch viele Stoffe zum Beispiel, sind auch gar nicht auf dieser Seite deklariert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nehme ich mal ein Bartöl, was wir im Sortiment haben, wenn ich das einscanne, dann werden nur die Inhaltsstoffe des Parfüms angezeigt, die natürlich alle bedenklich sind, weil jeder Parfümstoff kann Allergien auslösen. Und die pflegenden Öle, die drin sind, sind überhaupt nicht in dieser Liste drin. So, jetzt hast du nur unbedenkliche Sachen und nichts Bedenkliches, was dann auch schon wieder nicht mehr stimmt. Oder teilweise sind die Inhaltsstoffe, genau, also teilweise sind die Inhaltsstofflisten sehr, sehr veraltet. Und wir hatten ja vor ein paar Jahren eben diese ganze Geschichte mit der Zulassung, dass Produkte dermatologisch getestet werden müssen und viele Hersteller ihre Rezepte angepasst oder verändert haben. Jetzt sind aber diese Veränderungen da teilweise gar nicht mit einbezogen, sondern es sind noch die Inhaltsstoffe von vor 10, 15 Jahren und dementsprechend haut es auch nicht mehr hin. Das Einfachste ist, wenn ihr auf irgendwas reagiert, würde ich zum Hautarzt gehen und abklären, was es denn ist. Das wäre natürlich der einfachste Weg und dann muss man halt schauen, dass dieser Inhaltsstoff nicht drin ist. Aber ansonsten sind wir in Europa eben sehr gut geschützt durch diese Zulassung, durch die dermatologischen Tests für jedes Produkt, was hier verkauft wird. Und dadurch, ja, also lest euch die Inhaltsstoffe selber durch und macht euch eure Meinung dazu. Und wenn ihr den Inhaltsstoff nicht drin haben wollt, einfach mal draufschauen, ob es drin ist und sonst lassen. Aber ja, mehr, finde ich, kann man dazu nicht sagen. Aber wie gesagt, geschäftsschädigend sehe ich das nicht. Wer sich damit wirklich auseinandersetzt und beschäftigt mit Inhaltsstoffen, wird schnell merken, dass dann auch nicht alles korrekt ist, was da als richtig. Also vielleicht immer doppelt checken und immer im Zweifel könnt ihr uns auch anschreiben oder uns nach einer Alternative fragen, was natürlich auch kein Problem ist, denn dafür sind wir da. Wir haben eine riesen Auswahl. Wir kennen uns mit den Produkten aus und können euch da auch gerne weiterhelfen. Ja, dann sind wir mal wieder durch mit den Fragen. Ja, es waren jetzt noch ein paar. Es waren halt so viele mehr. Es tut uns leid, wir können natürlich nicht alle beantworten. Das wäre zu lang geworden. Wir hoffen, dass wir diese Fragen jetzt, wir haben ja extra auch ein paar allgemeinere Fragen rausgesucht, die sich gehäuft haben, dass wir die zu eurer Zufriedenheit beantwortet haben. Stehen natürlich weiterhin offen für weitere Fragen, für Anregungen. Kommentare sind immer erwünscht. Schreibt uns an den Kundenservice. Abonniert bitte unseren Kanal, vergesst es nicht. Cool. Das wäre super, wenn es euch gefallen hat und ihr wieder Spaß dran hattet und auch hoffentlich was gelernt habt wieder von uns. Spielspaß, Spannung, Action. Wunderschön. Alles nur mit uns. Sehr schön. Ja, dann bis bald mal wieder und hoffentlich bis zum nächsten Video. Ciao.